Erstmal fühlst du dich besser, weil du entlastet bist, du bist mehr in der Mitte. Aber auf Dauer musst du schauen, dass du das ausgleichst. Hi Leute, heute geht es um die Gefahren von Früchten, von Frutarismus, von Früchtekost. Okay, ihr hattet in einem der letzten Videos gefragt, beziehungsweise ich hatte gefragt, ob euch das Thema interessiert. Und da war reges Interesse dran zu dem Video über Früchte, die Gefahren daran, was man beachten sollte. Und ich wollte auch meine Erfahrung teilen. Und zwar, bei mir war es zum Beispiel so, ich bin am Anfang ganz unverblümt in die Rohkost reingestartet und war auch sehr begeistert von den Schriften von Arnold Ehret, von anderen Leuten, die davon erzählt haben. Und habe gemerkt, da ist was dran und bin dann sehr stark in so eine früchtebasierte Rohkost rein. Und am Anfang hatte ich noch, das war noch bevor ich richtig in die Rohkost reingestartet bin, mit ja, das ist 80-10-10 nach Graham, Doug Graham. Ja, aber das war nichts für mich. Und dort habe ich eben auch gemerkt, was da überhaupt eigentlich passiert mit der Ernährung und warum das für manche zum Beispiel funktioniert. Ja, das hatte ich auch in einem anderen Video noch, wenn dich das Thema interessiert. Ich packe es mir in die Infobox, warum es so viele verschiedene Ernährungsrichtungen gibt. Und dann bin ich ja ziemlich stark eben in eine Früchtekost reingesprungen. Und was ist passiert? So nach einem Jahr, anderthalb Jahren, aber ich habe auch sehr viel Trockenfrüchte gegessen, habe ich gemerkt, okay, es geht langsam auf die Zähne so. Und viele denken dann auch, man braucht nichts trinken, wenn man Früchte isst, man braucht keine Zähne mehr putzen und so weiter. Und wenn man nur Früchte isst und das so schnell reinspringt, dann gibt es da einige Punkte zu beachten. Also die Gefahr ist dann eben, dass die Zähne drunter leiden und dass der Körper aus dem Gleichgewicht kommt. Das heißt, der Körper demineralisiert immer mehr. Es werden viel zu viele Giftstoffe einmal gelöst auf einmal. Das heißt, sie werden gelöst aus dem Gewebe, aber gleichzeitig werden sie nicht ausgeleitet. Und diese zwei Pole, lösen und ausleiten, das sollte eigentlich immer das Ausleiten überwiegen möglichst, dass man mehr Toxine ausleitet, als man löst. Ja, weil das Lösen ist meistens gar nicht so das Problem. Das Ausleiten und die dann rauszubekommen, ist eher das Thema, dass man darauf achtet, da auch eben mit der Umstellung nicht zu schnell voranschreitet. So. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du ja, direkt in eine Rohkost reingesprungen bist, direkt in viel Früchte, vielleicht Ehret gelesen hast. Und ja, man weiß am Anfang vieles einfach noch nicht. So. Ich habe mich völlig überessen an Früchten, ich habe Trockenfrüchte gegessen und ja, nach so eineinhalb Jahren ist der Körper dann ziemlich aus dem Gleichgewicht gekommen. Und man muss eben beachten, so, damit die Zähne nicht drunter leiden und dass der Körper nicht aus dem Gleichgewicht kommt, weil das ist ein haarfeines Gleichgewicht. Heutzutage sind die Früchte völlig überzüchtet. Wenn ihr euch zum Beispiel mal das Buch von Walter Schaube durchlest, Kerngesund ohne Umwege, ist unten drunter auch in der Infobox verlinkt, dann könnt ihr dort sehen, dass es immer aufs Gleichgewicht drauf ankommt und es gibt ganz wenig Früchte. Er nennt diese Früchte Paradiesfrüchte zum Beispiel, die noch im Gleichgewicht sind. So, das heißt, wenn eine Frucht zu viel Zucker enthält, dann bringen sie den Körper aus dem Gleichgewicht, wenn sie überzüchtet sind und wenn sie einfach nicht mehr im Gleichgewicht sind. Es kommt nicht nur auf den Zucker drauf an, es gibt verschiedene Faktoren. So, aber der wichtigste Faktor, um es mal runterzubrechen bei den Lebensmitteln, ist
wenn du was stark Zuckerhaltiges isst, das hält sich immer so die Waage. Dann braucht man wieder Grün oder Fett, um es auszugleichen. So, jetzt stell dir vor, du hast eine Wippe auf deinem Spielplatz. So, diese Wippe, zack, wenn du jetzt zu viel Zucker isst und wenn du zum Beispiel Industriezucker isst, dann ist es wie wenn du auf der Waage ganz außen drauf drückst und deine Waage kippt gleich. So, wenn du überzüchtetes Früchte bist, dann ist es noch natürlicher. Du bist ein bisschen mehr in der Mitte bei der Waage. Also wenn du das mal ausprobierst auf dem Spielplatz, so wenn du weiter außen auf der Waage stehst, so dann pendelt das schnell aus. Das heißt, wenn du einen ganzen Tag nur, ein Jahr lang nur Industrieeis essen würdest mit Zucker, dann sind die Zähne extrem schnell extrem schlecht. So, wenn du aber zum Beispiel Früchte isst, ja, es braucht ein bisschen länger, bis die Waage ausschlägt, bis die Wippe runtergeht, wie auf dem Spielplatz eben. Wenn du dich stark an die Mitte stellst, dann braucht es Moment einfach länger. Und wenn du ganz außen bist, dann zack, geht sofort runter. So. Und die Früchte sind zwar besser, sie sind viel mehr in der Mitte auf der Wippe, aber im Vergleich jetzt zur Industriekost, aber sie bringen den Körper immer noch aus dem Gleichgewicht über eine längere Zeit. Aber das ist wirklich so, dass es über Wochen, Monate schleichend geht. Erstmal fühlst du dich besser, weil du entlastet bist, du bist mehr in der Mitte. Aber auf Dauer musst du schauen, dass du das ausgleichst. Es ist auch zum Beispiel Lauren Lockman, von dem ich öfter mal erzählt hatte. Er hat ein Fastencenter in Costa Rica, ernährt sich seit 20, 30 Jahren mindestens schon von Rohkost. Und er isst zum Beispiel zweimal am Tag eine Papaya, vielleicht die Größe, oder eine kleine Wassermelone. Und vielleicht einmal in der Woche dann eben eine Avocado, Fett oder einen leichten Blattsalat. Je nachdem, wie er sich nachfühlt. Dieses Körpergefühl, wann der Körper im Gleichgewicht ist, entwickelt man dann immer mehr. Und wenn du aber, ja, über Dauer, was ich eben dann auch am Anfang gemacht habe, und gerade dann noch mit den Trockenfrüchten, ja, ist eben die Gefahr, die Zähne zu schädigen und den Körper aus dem Gleichgewicht zu bringen. Aus dem Gleichgewicht zu bringen heißt, er demineralisiert, übersäuert, weil zu viel gelöst wird. Es ist zu viel Toxine sind im Blutkreislauf. Die Haut wird zum Beispiel gelb, weil die Leber dem Bilirubin, dieser Leberwert, es kann nicht mehr richtig abgebaut werden. Das heißt, die Haut wird gelblich, weil die Toxine nicht mehr richtig ausgeleitet werden können und die Leber nicht nachkommt. Das kann passieren, dass das zu schnell passiert. Und das sind eben die Gefahren und das unterschätzt man wirklich. Und das ist so schleichend. Man fühlt sich natürlich besser erstmal mit Früchten. Das ist eben das Heimtückische dabei. Aber auf Dauer bringt es dich trotzdem aus dem Gleichgewicht, wenn die zu überzüchtet sind. Und diese Paradiesfrüchte, von denen ich neulich erzählt hatte, Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, die bringen einen nicht so aus dem Gleichgewicht, aber es kommt eben auch auf die Mengen drauf an. Am Anfang, wenn der Körper so stark am Entgiften ist, dann ist dieser Sprung so groß, wo man ja von Industriekost zu einer so gesunden Ernährung geht, dann will der Körper plötzlich alles raushauen, weil er so erleichtert ist, weil er so viel weniger Arbeit hat. Und dann haut er eben alles raus, löst eben auch zu viel. Und dann ist das Ausleiten wieder ein schwierigerer Punkt. Deswegen sollte man nie von jetzt auf gleich in so eine Fruchtkost reinspringen. Das dauert jahrelang, bis der Körper sich langsam wieder hydriert. Wie man ja in unserer Gesellschaft auch messen kann, bei alten Leuten, die Körper sind so dehydriert. Jeder Gesellschaftskörper von jedem normalen Menschen ist völlig dehydriert, auch schon, aber im Alter nimmt es dann extremer an. Normalerweise ist ein Körper schön hydriert und er hydriert sich dann auch immer mehr, wenn man den Körper langsam wieder reinigt, wasserhaltige Lebensmittel isst, alles Obst und Gemüse. Gemüse hat mindestens 70% Wasser, wie der Planet, und Früchte haben über 90% Wasser alle. Das heißt, die schwemmen wirklich alles wieder raus. Und alles, was du isst, sollte mindestens 70% Wassergehalt haben, jede Mahlzeit. Weil es ist auch was anderes, wenn du danach Wasser trinkst und vorher was Dehydrierendes isst. Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, den man beachten sollte. Und ja, das ist eigentlich
so das ziemlich Wichtigste, wenn du dich gesund ernähren möchtest, dass du da schrittweise vorangehst, gezielt und wirklich nicht zu schnell. Es kommt darauf an, was hast du für Medikamente vorgenommen, wie lange, was ist deine Krankheitsgeschichte, was für Organschädigungen hast du irgendwelche Füllungen, Amalgam, wie lebst du, wo lebst du in der Stadt, wie schaut die Luft aus, wie viel hast du dich bewegt, all diese Faktoren spielen da rein, wie schnell du da umstellen kannst. Und dann muss man immer gleichzeitig auf den Körper hören, lernen, das Körpergefühl wieder zu entwickeln. Und wenn du das zum Beispiel möchtest, dass wir da mal bei dir selber schauen, dann unten drunter ist ein Link unter dem Video, da kannst du einfach draufklicken. Dann können wir uns mal sprechen und schauen wirklich uns deine Situation an, wie es bei dir ausschaut, wie man da zum Beispiel dann vorangehen kann, wie du das Körpergefühl wirklich wieder Schritt für Schritt entwickeln kannst, dass du auch spürst, wenn der Körper langsam aus dem Gleichgewicht gerät, weil das ist was, wo man wieder wahrnehmen kann, wenn man dann wieder sensibler wird, Schritt für Schritt. Und um es jetzt am Ende nochmal zusammenzufassen, von den Früchten her, was du auf jeden Fall beachten solltest, um das zu vermeiden, dass die Zähne drunter leiden und dass der Körper aus dem Gleichgewicht kommt. So, das solltest du meiden, Früchte zu essen, die unreif sind. Wirklich unreife Früchte zu essen, ist der erste Punkt. Und das ist in Deutschland fast überall und immer der Fall. Also das hier unbedingt meiden. Und der zweite Punkt ist dann erstmal, gerade in der Umstellungsphase, säurehaltige Früchte meiden, wirklich eher selten essen. Also ja, auch bei Äpfeln kommt es auf die Apfelsorte drauf an, eher zu ja, einfach nur süßen Früchten zum Beispiel greifen, die richtig reif sind, wie Mangos oder diese Manzafati-Datteln, die gibt es beim Türken zum Beispiel oder kann man eben auch bestellen. Die sind ganz gut, weil die nicht so zwischen den Zähnen kleben, falls man da einfach Gelüste hat und irgendwas Dichteres essen möchte. Ja, einfach nur eher nur süße Sachen, richtig reife Sachen essen. Kirschen, die richtig reif sind einfach. Ja, Säuren möglichst mal meiden, gerade wenn man da schon Probleme hat mit den Zähnen. Und dann eher viel Grün essen. Leichte Feldsalat, Gurken und solche Geschichten. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Unreife Früchte und säurehaltige Früchte erstmal zu meiden, gerade wenn da was Akutes ist, mehr Grün zu essen und dann auch, wenn man da schon an den Zähnen Schädigungen hat, zum Beispiel wirklich Essenspausen einzuhalten, die Ernährung langsamer umstellen, das wirklich zu beachten. So, ich hoffe, das hat dir schon mal weitergeholfen. Vielleicht kennst du ja eben diese Situation, wie gesagt. Wenn du das kennst, teile gerne mal unter dem Video deine Erfahrungen. Und ansonsten gib gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und dann freue ich mich drauf, dich im nächsten Video wieder zu sehen. Und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und wenn du diese Probleme hast, wie gesagt, dann melde dich sehr gerne. Und wir schauen uns deine Situation einfach mal an. Und dann mach's gut und bis dann. Ciao.